Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie viel ist dein Auto wert? Wir sind heute zwar in Deutschland, wir fliegen aber mal raus aus Deutschland. Wir haben heute, so wie es der Besitzer nennt, einen Reiskocher für euch dabei, aber das Ding schaut geil aus. Schaut über. Patrick, schön, dass du mitmachst heute bei uns. Servus, hi. Ja, du nennst dein Ding Reiskocher. Richtig. Wieso? Weil es ein Reiskocher ist. Weil es ein Reiskocher ist. Ja. Ist halt einfach ein Asiate. Aber richtig. Schöner Asiate, du hast auf jeden Fall viel daran umgebaut. Mhm. Erzähl uns aber bitte mal erst ein paar technische Details und was ist das überhaupt für ein Modell und ja, also Leistung, was verbraucht er beispielsweise, das könnte auch interessant sein. Genau. Ist ein 2006er, 350Z, wie schon gesagt. Verbrauch, sagen wir so 14 Liter circa. Ist ja. Schon echt viel, also bei 300 PS hast du gesagt? 301. 301 PS. Serie, ja. Und das ist ein V6 Motor wahrscheinlich, oder? VQ35DE, ja. Okay. 300 Facelift, Rev up. Trotzdem, also 14 Liter ist... Schon viel. Und du fährst wahrscheinlich erst, also gemütlich 14 Liter, ne? Gemütlich 14 Liter. Ja. Ja, nicht schlecht. Ich finde die Farbkombi, so das Schwarze, ja, mit dem gelben Stich an der einen oder anderen Stelle. Und ja, die Carbon-Motorhaube nenne ich es jetzt mal, aber da kommen wir nochmal später drauf. Schaut super schön aus. Du wirst uns einfach nur erzählen, was du verändert hast, was du ausgegeben hast für die einzelnen Bauteile oder für die Veränderungen. Dann bin ich mal gespannt, was am Ende rauskommt. Vielleicht, bevor wir es vergessen, was hast du damals ausgegeben und wann war das, als du den geholt hast? Vor 3 Jahren. Was habe ich da ausgegeben? So 13.000. 13.000 ja. Vor 3 Jahren. Okay, cool. Dann lass uns mal anfangen. Das ist die Nismo V3, original aus Japan. Mhm. Komplett mit Anbauteilen, den verlängerten Unterbodenschutz. Also die Stoßstange? Die Frontstoßstange, genau. Okay. Die komplette Stoßstange. Okay. Kosten hierfür heutzutage 2.000 mit Anbauteilen. Ja. Also hast du auch damals 2.000 gezahlt? Ja. 2.000 mit Lackieren? Ja. Okay, und das Gelbe ist wahrscheinlich eine Folie? Eine Folie, genau. Ja. Habe ich selber draufgeklebt. Okay, 2000 Euro für die Stoßstange mit den Anbauteilen und Lackierung. Richtig. Gut, dann die Motorhaube. Was kannst du dazu sagen? Ist eine Saibon-Motorhaube. Mhm. Ja, gibt nicht viel zu sagen. Mit der HR-Optik, mit diesem Buckel hier oben. Ja, das sieht man hier schön. Ja. Mhm. Und mit diesen Schnellverschlüssen auch noch. Mhm. Kostenpunkt hier 1,5. So. Ja. Okay, dann hast du hier noch die Gitter. Ja, das gehört noch dazu, ist halt gelb gemacht, lackiert. Ja. Genau. Richtig, das Gesamtpaket passt, ja. Einwandfrei, passt. Die Reflektoren haben wir auch noch. Ah, stimmt. Da sind ja Abwerkreflektoren drin, die haben wir keinen Wert. Und da haben wir sie auf Tagverlichter umgebaut. Okay. Mit Blinker, das alles funktioniert so. Ja. Was kostet sowas? 100 Euro. 100 Euro. Ja. Hast du selber eingebaut? Ja. War das stressig? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich selber war es nicht. Ein Kumpel war dabei, aber ist schon ein bisschen Aufwand. Okay. Ja. Wahrscheinlich kommt das irgendwo, dann wird es verbunden. Richtig. Da oben an genau. Scheinwerfer oder so. Ja. Okay. Cool. Dann noch was irgendwie vorne? Ja, da. Doch, Ölkühler ist noch drin, verbaut. Von Mishimoto. Ah ja, okay. Ja. Kostenpunkt hierfür auch 550 Euro. Mit der Sandwichplatte. Sprich, er macht nur auf, wenn er dann wirklich die Temperatur bekommt. Okay. Macht er dann auf, den Ölkühler. Ja. Gut. Dass er nicht ganz so heiß wird, was ein bekanntliches Problem ist bei dem Auto.
Wird der auch im Alltag heiß, also auch wenn du den nicht drückst? Ohne Ölkühler hatte ich schon so 120, wenn ich ein bisschen geballert bin, so leicht so. Aber auch nicht so richtig, sondern nur so ein bisschen schneller, zügiger. Geht schon gut hoch, ja. Okay. Deswegen sind auch öfters mal Motorschäden oder sowas bei denen. Da hast du schon mal vorgesorgt und... Ja, richtig. Genau. Das war fast das Erste, was ich dann eigentlich gekauft hatte. Ja, dann hast du jetzt zumindest keine Kopfschmerzen mehr, wenn du mal richtig Gas gibst. Richtig. Cool. Noch was? Vorne irgendwas zu erzählen? Nö. Eigentlich dann, nicht. Genau, dann kommen alles. Wir gleich zur Seite. Da fallen auf jeden Fall die Räder immer auf. Die sind echt super schön. Was kannst du dazu sagen? Auch das mit sind den gelben? Japan Racing JR3, 19 Zoll, 9,5 und 10,5 hinten. Ja. Die Schrauben, also das ja, sind das Besondere? Ja, sind so Lacknuts, so eBay-Dinger, 50 Euro. Ja, okay. Das ist so nichts Besonderes. Ja, aber das steht dem Auto auf jeden Fall. Schön. Ja. Fahrwerk, hast du da auch irgendwas gemacht? Ja, STX. Okay. Ist da drin, ja. Das ist 800 Euro oder was. Das ist nicht so extrem hochwertig. Das ist ein Unterleger von KW. Okay, ja, der ist ganz schön tief. Hat noch Luft nach unten. Aber ist noch ein bisschen was da. Ja, so ist er eingetragen. Ja. Perfekt. Bremsanlage ist, glaube ich, original von Brembo. Genau. Genau. Der Serien. Bremssattel ist Serie. Genau, nur lackiert. In Gelb. Original sind sie orange. Okay. Und halt eben die Bremsscheiben haben wir von EBC Turbo Groove hinten und vorne mit Red Stuff belegen. Ja, weil die originalen Bremsen sind ein bisschen... Katastrophal. Ja, auf gut Deutsch. Ausgedrückt, ja. Genau. Richtig. Was hast du dafür ausgegeben für die Bremsen? 1, 2, sowas. Okay, ja. Also mit Belege und mit den Scheiben. Richtig, genau. Und das Lackieren für die Bremssättel, 250. Also 250, richtig, ja. Genau. Die schauen auch sehr sauber aus. Richtig, ist auch gemacht. Schon ja. Gut, dann hier unten nochmal der Seitenschweller, der ist auch nochmal mit dazugekommen. Mhm. Was kannst du dazu sagen? Marke weiß ich gar nicht genau, ist von Amerika. Oh. Okay, Marke XY eBay. Richtig, genau, okay. Auf gut Deutsch schon, ja. 600 Euro mit Lackieren. Okay, ja. Gut, genau. Passt. Dann fallen mir hier nochmal die Spiegelkappen auf. Richtig, die Carbon-Spiegelkappen, die wohl leider nicht so gut passen. Ja, sieht man jetzt so mit dem bloßen Auge nicht, würde ich behaupten, vielleicht von der anderen Seite. Aber ja, die liegen 150 Euro, das ist nichts Besonderes. Sonst noch irgendwas an der Seite? Also mir fällt jetzt erstmal nichts auf. Müssen wir alles haben, ja. Okay, dann gehen wir hinter. Da hast du auf jeden Fall einige brachiale Dinge angebracht. Erstmal dein Spoiler oben. Genau, Ducktail. Und dann hier unten dein Diffusor. Richtig. Was kannst du dazu erzählen? Also die sind tatsächlich hier verschraubt. Richtig. Ja. Geil, einmal in den Kofferraum reingebohrt und natürlich versiegelt dementsprechend. Richtig, klar, muss. Der Spoiler ist auch eBay, originaler Ducktail-Spoiler, bis zu 2000 Euro weg. Oh, okay. Haben wir dann noch zu teuer, haben wir dann den da geholt, 250 Euro. Ja. eBay, passt genau, so ist okay. Fast also, 10% nur von dem. Richtig, richtig. Okay. Der Heckdiffusor ist auch eBay. Das ist das Teil hier. Richtig, das ist mit diesen Finnen an der Seite. Ja. Ist jetzt nicht so schön lackiert, das habe ich selber gemacht. Kostenpunkt hierfür ohne Lackierung, das zählen wir jetzt mal nicht dazu. Nur allein das Teil, so 230 Euro oder was, war das damals. Genau. Okay, dann fallen mir noch die Abgasblenden, also die Abgasrohrblenden auf. Ist da eine andere Abgasanlage drunter? Richtig. Auch? Okay. Was? Eine NVIDIA Gemini. Mhm. Ist das bekannt in der Szene? Ja. Okay. Ja. Ich kenne das jetzt nicht, aber ich glaube, die Leute da draußen, die werden das schon. Die wissen das schon, ja. Sonst noch irgendwas hardware-technisch, was du sagen möchtest oder was du verändert hast? Die Cuts sind von HK Power, sind HWS-Cuts, mit E-Prüfzeichen. Mhm. Alles eingetragen soweit. Ach, deswegen dieser Sticker auch an der Seite. Genau. HK Power. Alles wurde klar. Auch optimiert. Kostenpunkt für die Cuts 1,2 und die Abgasanlage 1,3. Das hört sich dann bestimmt auch geil an, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, geht so. Kannst du mal kurz einsteigen und... Kann ich machen, ja. Volle Bulle, bitte. Patrick, der Sound hört sich für mich, also die werden sich jetzt wahrscheinlich alle da draußen denken, ja, bist du verrückt, aber der hört sich schon so ziemlich
E60-like, M5, würde ich jetzt mal. Ja, also ansatzweise, aber ich hat seinen eigenen Charme, ja. Hat einen, genau, richtig, ja. Ausgedrückt. Was willst du zum Innenraum erzählen? Was hast du da noch Besonderes gemacht? Eigentlich nicht. Der 350Z oder alle Zs haben immer das Problem mit dem Softlack hier. Hat er überall diesen Softlack wie vom E46. Mhm. Wenn man einmal mit dem Fingernagel drüber geht oder so, okay. Ne, dann schabt sich das halt komplett ab. Ja. Habe ich ja überall nur so eine Folie draufgezogen, die sich jetzt leider wieder zum Teil auch wieder löst. Ist halt nicht so schön. Die Öltemperaturanzeige haben wir nachgerüstet und den Schaltknopf. Okay. Genau. Was hast du da ausgegeben für alles? Oder? Den Schaltknopf 60 Euro und die Öltemperaturanzeige 100. Okay. Glatt oder was das war. Ja. Schaltknopf, ist das wirklich, also Original Carbon, so wie es ausschaut? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Ja. Macht zumindest guten Eindruck. Lässt sich schön schalten. Passt. Ah ja, apropos Schalten, da hattest du auch noch was zu sagen, oder? Genau, ist eine Competition-Kupplung drin, Stage 2. Mhm. Mit Einmassensprungrad, mit einer leichten Schwungschalter halt, ne? Ja, macht schon Bock, bis auf die Geräusche. Okay. Was hast du dafür ausgegeben? 1,2. Ja, okay, das ist auch eine Hausnummer. Gut, ansonsten, ich finde die Farbe, die ist auch so ein bisschen passend zum Äußeren, also mit dem Gelb, und das ist ja halt auch so ein gelbes Leder oder wie nennt man das dann? Boah, weiß ich gar nicht. Ja, also Kamelfarbe oder sowas nenne ich es jetzt mal. Ja, cool, gut. Sonst noch irgendwas im Innenraum? Ich glaube nicht mehr so. Nö. Gut, dann sehen wir uns drauf. Außer die Anlage, aber die ist ja, die nicht der Rede wert. Die ist nicht mehr zeitgerecht. Nee. Ja, die lassen wir erstmal aus. Aber richtig. Genau. Wir sehen uns gleich nochmal draußen. Genau. Und Patrick, nochmal ein paar abschließende Fragen. Wie lange willst du noch bei dem Auto bleiben? War das schon immer so ein Traum, wo du sagst, das werde ich jetzt ein Leben lang fahren? So, oder was das hast du vor? War spontan. So, okay. Keine Ahnung. Ich bin davor immer nur BMW gefahren. Werde mir jetzt auch wieder einen BMW holen. Okay. So. Weißt du schon was? In welche Richtung es gehen könnte? Lass uns mal überraschen. Okay. Steht noch nicht stimmen. Okay, du hast zwar wahrscheinlich Vorstellungen, aber... Ja. Alles klar. Dann heißt das, das Ding irgendwann mal... Steht schon zum Verkauf, ja. Verkauft wird, okay. Ja. Wie findest du das Auto technisch? Würdest du jedem da draußen empfehlen, das Ding zu kaufen? Also den, also im Allgemeinen sozusagen den Asiaten zu kaufen? Zwiegespalten. Ist in der Anschaffung recht günstig eigentlich so, aber im Unterhalt fressen sie halt schon ein bisschen. Okay. So, ist schon, die Ersatzteile sind echt sehr teuer. Und stimmt, wenn es mal um Reparaturen oder sowas geht. Ne? Ja. Vor allem die Motoren sind jetzt auch nicht die allerhaltbarsten, so. Haben wir öfters mal Probleme. Haben auch Steuerketten neu gemacht, Ventile neu eingemessen. Ölkanal ist auch bekannt bei den Autos, dass öfters mal Probleme sind, aber ja, geht schon. Sollte man schon ein bisschen den Puffer haben. Ja. Sagen wir mal so. Verstehe ich. Dann, deutsche Qualität ist nicht. Ja, gut, das haben auch die deutschen Autos schon ihre Probleme auch. Aber ja, klar, also jeder hat irgendwie so Kinderkrankheiten. Richtig. Aber genau, ich denke, dass bei Amerikanern oder halt Asiaten dann das Problem mit den Bauteilen immer vorhanden sein wird. Alles klar, Patrick, vielen Dank für die Zeit. Jawohl, danke, dass ich hier sein kann. Weiterhin viel Spaß mit dem Auto. Jawohl. Du fällst auf jeden Fall auf der Straße. Ja, schon. Das kann ich dir sagen. Was haltet ihr von dem Auto? Würdet ihr auch euch so einen Japaner zulegen? Was sagt ihr zu der Farbkombination? Also ich finde die wirklich super schön. Hoffentlich kommt das auch so rüber. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Schreibt bitte in die Kommentare, was ihr von unseren Videos haltet. Schreibt uns an, wenn ihr auch ein Video mit uns drehen möchtet. Lasst einen Daumen da, abonniert uns, sehr, sehr wichtig. Und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, ciao. So let's run it up.
straight up.